Lustig, Bruchel. Bruchel meldet sich im Stream, im Stream-Chat. Grüßbar. Ah, da wären wir. Das Ding hat halt 30 Sekunden Verzögerung. Deshalb. Ja. Wir spielen weiter, wo wir aufgehört haben. Hier haben wir aufgehört. Ja. Technisch noch nicht alles so perfekt. Aber. Und weiter geht's. So, das habe ich auf Screen herausgefunden, dass wir hier in diesem Blatt hier, da können wir die Seiten, können wir uns die Artikel nehmen. Artikel 1 können wir uns hier reinnehmen. Ja. Na, da gibt es auch noch weitere Artikel. Können wir die umblättern. Artikel 1 geht so raus. Da haben es noch. Ja, hier Artikel 2. Artikel 3. Esst mehr Obst. Artikel 2, Artikel 1. Und irgendwo gab es noch einen Artikel 4. Artikel 13 gibt es auch. Aber der. Ah, ja. Nö. Da kriege ich Schreck von Artikel 1, Artikel 3, Artikel 2. Gut. Umblättern können wir nicht. So, jetzt können wir mit diesen Artikeln rein theoretisch zu Edna gehen und ihr das mal zeigen. Blues Bonner ist eine ganz andere Person. Ich bin Blue Shell, Shelly oder Jan. Darfst du gerne auch aussuchen. Dann nenne ich dich Shelly. Weil du im Namen Blue Shell hast. Deshalb dachte ich, du bist Blues Bonner. Sorry. Verzeih mir, dass nicht alle Let's Play Marcus Abonnenten unterscheiden kann. Das ist, ja. So, wir sind Harvey und erstmal die Sonne hier. Draußen ist wunderschönes Wetter. Das ist nicht fair. Ich muss hier unten im Keller sitzen. Tja. Edna, Edna, Edna! Du glaubst ja nicht, was in der Zeitung steht. Genau das. Das hilft uns jetzt weiter. Ja. Yippie! Dann kann ich endlich mein Gedicht über Liesel und ihre Doggen beenden. Immer wieder schön. Der Dick-Humor. Rat mal was. Der Kastaniendieb ist wieder ausgebrochen. Oh nein. Schon wieder? Das letzte Mal waren es 3 Bäume. Allein in unserer Straße. Die Polizei geht davon aus, dass er mit Hilfe eines abgebissenen Fußnagels entkam. Im Ernst? Ein abgebissener Fußnagel sollte ja nicht so schwer zu beschaffen sein. Na dann. Tschüss, Blusi. Und jetzt? Tschüss, Shelly. Man sieht sich. Och, nee. Der hat sich doch gerade den Fußnagel abgeknabbert. Man sieht sich, Shelly. Ja. Vielleicht kommt noch einer vorbei von meiner Community. Wenn nicht, dann mache ich das hier. Ich habe gelesen, dass ein Linkshänder live wurde. Kann kommen, wer will. Das ist aber ausgesprochen seltsam. Da wollte irgendjemand ein Statement abgeben, wie mir scheint. Mach's gut, Shelly. Mach's gut. So, jetzt haben wir einen abgeknabberten Fußnagel. Jetzt können wir mit Edna hier, mit der jungen Edna, zur Tür hinauf und jetzt können wir doch bestimmt hier an den der Fußnagel mit Schrauben kombinieren. Nein, mit Schrauben. Bin ich aber mal gespannt, ob das wirklich funktioniert. Bin ich auch. Ich kann's kaum glauben, es hat wirklich geklappt. Es hat gefunzt. Der Riegel wird nicht mehr von der Verblendung aufgehalten. Ich kann die Tür einfach öffnen. Das ist wirklich unsere alte Küche. Ich kann es kaum erwarten, mich noch weiter in meiner Vergangenheit umzugucken. Ja. Halt, stopp, noch nicht zurück. Das war's so mit der Vergangenheit. Wir wollen wir zurück, tempomorpht. Da sind wir wieder gefangen in der Zelle. Oh Mist. Nein!
Nein. Verflucht. Wieder eine Gummizelle. Dabei, zu erinnern. Es tut mir leid. An mehr konnte ich mich leider nicht erinnern. Zumindest hast du gelernt, wie du die Schrauben aufbekommst. Stimmt. Danke, Harvey. Jetzt kommen wir hier raus. Was würde ich bloß ohne dich machen? Molly spielt Elder Scrolls. Tja. So, ja, haben wir mitgekriegt, dass Molly Elder Scrolls spielt. Da spielt Skyrim. Sei gegrüßt. Auch für den Livestream hast du keine Zeit. Ach, Mensch, Molly. Ah, aber abgeknabberter Fußnagel. Und das ist die Fähigkeit. AW1 Fußnägel. Die Fähigkeit, uns Fußnägel abzuknabbern. So, benutzt Fußnagel mit Schraube. Benutzt Fußnagel mit Schraube. Und noch ein letztes Mal. Benutzt Fußnagel mit Schraube. Badums. Ventilator. Anziehen. Das ist in etwa, was eine Currywurst kurz vor ihrem Ableben zu sehen bekommt. Ganz richtig. Und wir wollen ja keine Currywurst werden. Nehmen. Oh, sieh nur, Harvey. Ein Ventilator mit messerscharfen Blättern, die sich mit tödlicher Geschwindigkeit drehen. Das sollten wir reinpassen. Der passt genau in meine Sammlung aus Landminen und fliegenden Rasierklingen. Was denkst du? Soll ich den nehmen? Jo, fass mal rein. Harvey? Ich überlege noch. Ich habe nicht lange überlegt. Einfach rein. Rede mit Ventilator. Oh, Herr der Rotation. Wirst du mich passieren lassen? Ein Stück. Unwahrscheinlich. Ich liebe den Dedelic-Humor. Er bricht aus Humor vor allem. Was passiert, wenn ich meine Hände da reinstecke? Nichts Gutes. Edna, nicht! Du könntest den Ventilator kaputt machen. Der arme Ventilator. Es wäre schade um ihn. Ich bin mal ganz böse. Nein, Harvey ist mein bester Freund. Oh, schade. Können wir nicht mit dem Ventilator benutzen. Oh, jetzt haben wir Fußnagel verloren. Aha! Da ist doch ein abgeknabbert. Sieh mal, Harvey. Ich habe den weltersten Stuhlbeinanspitzer erfunden. Cool. Mhm. Wenn wir hier raus sind, scheffeln wir Millionen. Ja, schön, aber ich steck den mal da rein und sieh dann... Sieh mal, Harvey. Ich habe den weltersten Stuhlbeinanspitzer erfunden. Cool. Wenn wir hier raus sind, scheffeln wir Millionen. Ich dachte, ich steck den da rein und dann macht's klong, 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 klong und dann ist es vorbei damit. Schade. Geh zu Celle. Celle ist eine schöne Stadt. Da war ich schon mal. Das ist jetzt... Ist gar keine schlechte Stadt. Ist wirklich... Kann man mal dort sein. Ist eine wunderschöne Stadt. Aber wird mit C geschrieben. Reden. Vielleicht kann man ihn dazu überreden. Hallo! Die Klimaanlage wieder auszumachen. Süße, was geht's diesmal? Mir ist kalt, mach die Klimaanlage aus. Jetzt ist mir doch ein wenig frisch. Kannst du die Klimaanlage bitte wieder ausstellen? Nein. Die frische Luft wird dir gut tun. Oh Mann. Und dich mit etwas Glück müde machen. Der guckt sich hier gar nicht um, oder? Sieht hier gar nicht, dass wir hier die Polster zerschnitzt haben. Die Klimaanlage schon geöffnet haben. Der schaut sich auch gar nicht um. Die Frage ist, inwiefern er dadurch die oberen Schlitze durchgucken kann. Inwiefern das möglich ist. Tja. Das Bringt-Ex, das haben wir schon versucht. Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Ja, müssen wir den Weg wieder gehen. Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Sagtest du bereits. Yep. Minigolf. Mir wird ganz duselig. Und du hast allen Grund dazu, Schätzchen. Weißt du was? Ich lasse dir die Klimaanlage noch einen Augenblick an. Man darf seine Fans ja nicht schwitzen lassen. So ein Mist.
Hey! Hallo! Na, ich Süße, bin hier raus. Was gibt's diesmal? Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Ich versuche es über den Weg rauszufinden. Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Sagtest du. Yep. Können wir über was anderes reden? Ja. Ungern. Aber wenn's denn sein muss, schieß los. Über was denn? Ja, das hat nichts gebracht. Das wahrscheinlich Lass auch mich nicht. Raus. Das ist ein Notfall. Oh, wirklich? Es ist viel zu kühl hier drin. Kannst du die Klimaanlage bitte wieder ausstellen? Nee, das funktioniert Nein, nicht. Nein, die frische Luft wird dir gut tun. Und dich mit etwas Glück müde machen. Mich müde niemals. Ich muss jetzt wirklich ernsthaft dringend auf Toilette. Nicht mit mir, Schätzchen. Okay, das hatten wir auch schon. Oh, ich hab mich geirrt. Doch kein Notfall. Umso besser. Noch was? Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Wer will das nicht? Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Yep. Erzähl mir mehr über deinen Vater. Ah, mein Vater. Wenn er über seinen Vater redet, Gotthold vielleicht. Franz von Stiesel ja. Senior. Yep, yep, yep. Ein großer Mann. Ich kann es nicht überspringen, schade. Wie war jetzt hier nochmal die richtige? Warum nimmst du nicht Papis Schläger und schlägst ihn dir über den Kopf? So etwas Gemeines. Mein armer Vater. Na warte. Mal gucken, ob du immer noch lachst, wenn ich dir die Klimaanlage wieder ausstelle. Nein, bitte nicht. Da wäre ich ja ganz traurig. Wir müssen nur seinen Vater beleidigen und schon macht uns hier die Klimaanlage aus. Vielleicht kann ich den Ventilator hiermit aus der Fassung hebeln. Jo. Und... Hep! Wow. Wir konnten den Ventilator aus der Fassung heben und wir haben ihn nicht im Inventar. Schade. Geh zu Schacht. Na dann, raus hier. Let's go. Yay. Schacht. Da wären wir also. Der Poki, der hat was zu sagen. Dann kommentier das mal. Ich werde sehr oft auf diese Animation von Edna angesprochen. Mir wurde gesagt, dass sie anzüglich wirkt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo das herkommt. Ich bin ein bisschen geschockt. Aha, Poki ist geschockt. Das glaube ich ja kaum. Okay, diese Animation wirkt anzüglich. Verstehe. Okay. Hier geht's weiter. Edna ist ein zäher Brocken, Hulgor. Das ist Dr. Marcells Stimme. Sie kommt durch dieses Gitter. Schnell! Vielleicht können wir ihn belauschen. Hier hat sich schon jemand rausgewühlt. Was meinen Sie damit, Dr. Marcel? Ich bin mit meinem Latein am Ende. 10 Jahre ist es her und sie kann sich immer noch erinnern. Sie befürchten, dass sie herausfindet, was damals wirklich passiert ist? Ha! Niemand wird ihr glauben. Wer glaubt schon einer Irren? Der Tochter eines verurteilten Mörders. Oh. Warum machen Sie sich dann Sorgen? Ich mache mir keine Sorgen. Ich hasse nur ihren Widerstand. Okay. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Mein Vater ein Mörder? Offensichtlich ist er etwas faul. Fettlos. Ja, dieser Dr. Marcel vertuscht etwas. Sobald wir hier raus sind, müssen wir den Namen meines Vaters reinwaschen. Vor allem dieser Mensch hier, das ist ziemlich deprimierend. Hat sie hier mit dem Löffel versucht rauszubuddeln. Das ist, oh,
Es ist ja jetzt kurz vorm, hat die Hoffnung aufgegeben und ist kurz vorm Lüftungsschacht verrückt. Und selbst wenn man es geschafft hätte, wäre er jetzt nur in die Zelle gekommen. Oder in Dr. Masses Büro. Und da wollen wir nicht zurück. Vorerst nicht. Geh zu Rohr, vielleicht können wir da. Oh, da können wir.